Weltweit starben im Jahr 2018 laut Weltgesundheitsorganisation knapp 10 Millionen Menschen an Krebs. Bei zwei Patienten mit exakt derselben Krebserkrankung kann sich der Krebs unterschiedlich stark im Körper ausbreiten. Beim einen führt er nach wenigen Monaten zum Tod. Der andere überlebt dagegen noch Jahre. Wie kann das sein? Früher haben die Onkologen sich auf die Krebszellen konzentriert und auf die genetischen Mutationen von diesen Zellen. Aber viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig sind die Immunzellen, die sich um den Krebs herum befinden. Jérôme Galland forscht am renommierten Institut National de la Santé, kurz INSERM in Paris. Als er Anfang der 2000er Jahre dort zu arbeiten beginnt, geht die Krebsforschung noch davon aus, dass allein die Zellen des Tumors dafür verantwortlich sind, wie aggressiv der Krebs im Körper eines Kranken wuchert. Galland dagegen hat eine völlig andere Vermutung. Er glaubt, dass das Immunsystem des Patienten der entscheidende Faktor ist. Je erfolgreicher die Abwehrzellen, hier braun dargestellt, die entarteten Krebszellen bekämpfen und zerstören, desto langsamer wächst der Tumor. Es gibt ein immunologisches Beobachtungssystem, das die Verbreitung von Krebs verhindern soll. Aber wenn der Krebs sich etabliert hat und das Immunsystem zu schwach ist, dann gelingt es ihm nicht mehr, den Krebs zu kontrollieren. Und dann breitet dieser sich im Organismus aus. Um seine Vermutung zu beweisen, startet der Franzose ein aufwendiges Projekt. Er will das Tumorgewebe von unzähligen Krebspatienten neu vermessen, um herauszufinden, wie viele Immunzellen es enthält. Die Idee? Viele Immunzellen im Tumorgewebe sollten bedeuten, dass der Körper den Krebs massiv attackiert und der Patient dadurch länger lebt. Mit unseren Studien wollten wir die komplette Mikroumwelt des Krebses analysieren und wir haben uns dann wirklich alle Immunzellen angesehen, die sich im Krebs befinden. Mithilfe eines hochkomplexen Verfahrens färben die Forscher alle im Gewebe vorhandenen Immunzellen ein. So entstehen mikroskopische Bilder, deren braune Punkte die Immunzellen im Tumorgewebe zeigen. Mithilfe des Computers können diese braunen Punkte nun gezählt werden. Die Forscher finden zwischen einer und 8000 Immunzellen pro Quadratmillimeter. Ein aufwendiges Verfahren, das die Wissenschaftler bei über 7000 Patienten wiederholen. Die erste Studie wurde vor 10 Jahren publiziert. Es war also eine sehr, sehr lange Forschungsarbeit, um diese Ergebnisse zu erzielen. Noch haben Galland und sein Team aber nicht bewiesen, dass die Zahl der Immunzellen überhaupt etwas zu bedeuten hat. Deshalb bitten sie bei Ärzten und Krankenhäusern, die ihnen bereits Gewebeproben zur Verfügung gestellt haben, um weitere Informationen über die Patienten. Sie wollen wissen, lebt ein Patient tatsächlich länger, dessen Immunsystem sich mit einer größeren Zahl an Immunzellen gegen den Krebs zur Wehr setzt? Wenn ja, wäre das der Durchbruch für Galland und sein Team. Ich kann mich noch sehr genau an den Moment der Entdeckung erinnern. Ich war bei mir zu Hause und habe die statistischen Befunde analysiert. Und ich habe gesehen, dass die Antwort des Immunsystems der Patienten wirklich eine essentielle Rolle spielt. Tatsächlich zeigen die Daten eindeutig, je höher die Zahl der Immunzellen, desto besser ist die Lebenserwartung. Ein Zusammenhang, dem Galland den Namen Immunoscore gibt. Krebspatienten mit einem hohen Score haben eine Lebenserwartung von bis zu 15 Jahren. Patienten mit einem niedrigen Score erzielen dagegen nur noch 2 Jahre. Das hat mir die Augen geöffnet, wie wichtig die Immunantwort bei Krebs ist. Wir haben das dann echt gefeiert. Es hat eine neue Ära eröffnet, die Ära der Antikrebsimmunität, die sich jetzt mit der Immuntherapie entfaltet. Qui est en cours avec l'immunothérapie.
Die Entdeckung sorgt in Fachkreisen tatsächlich für Aufsehen. Denn für die Ärzte macht sie vieles einfacher. Dank dieser Errungenschaft, von der ich hoffe, dass sie für viele Krebsarten verwendet werden kann, können wir den Patienten und seinen Tumor besser verstehen und wissen viel besser, was für eine Behandlung dieser Patient bekommen sollte. Muss umgehend mit Chemotherapie oder Bestrahlung begonnen werden? Oder können die Ärzte noch warten, weil das Immunsystem gegen den Krebs erfolgreich ankämpft? Solche Entscheidungen können Mediziner mit Hilfe des Immunoscores nun viel treffsicherer fällen. 2005 meldet Gallon die Methode für ein Patent an. 2014 gründet er die Firma HalioDx, die von da an den Ansatz weltweit vermarktet. Der Markt für Immunoscore wurde auf über 1 Milliarde Euro pro Jahr geschätzt. Und heute kommt die Methode bereits in 19 Ländern zum Einsatz. Warum Krebs beim einen Patienten aggressiv wuchert, während er beim anderen nur langsam wächst und manchmal sogar verschwindet? Gallon und sein Team haben tatsächlich eine Antwort auf dieses Rätsel gefunden. Eine Erfindung, durch die viele Krebspatienten in Zukunft eine bessere Behandlung erhalten werden, insbesondere durch eine neuartige Immuntherapie, die ihr Immunsystem reaktiviert.